Ihr Name ist Nsuri. Sie ist die Geschwindigkeitsrekordhalterin der Serengeti. Von 0 auf 100 km/h schafft sie es in weniger als 3 Sekunden. Kein anderes Landtier ist schneller. Von Kopf bis Fuß sind sie und ihre Artgenossen auf Schnelligkeit ausgelegt. Ihr übergroßes Herz kann hohe Mengen an Blut pumpen. Die Schulterblätter sind flexibel. Der Körperbau extrem schlank. Und ihre Schrittlänge beträgt fast 7 Meter. Im Sprint verlassen zeitweise alle 4 Pfoten gleichzeitig den Boden. Geschwindigkeit ist ihre Superkraft. Aber auch ihr Fluch. Denn manchmal reicht es nicht, einfach nur schnell zu sein. Während der Trockenzeit fällt es der Gepardin nicht schwer, in der offenen Savanne Beute zu machen. Die Schwierigkeit liegt darin, sie auch zu behalten. Deshalb frisst sie so schnell sie kann, bevor die unvermeidlichen Diebe eintreffen. Gegen eine Hyäne oder jedes andere große Raubtier kann sie sich kaum wehren. Das ist der Nachteil daran, wenn man sich spezialisiert hat. Geschwindigkeit ist ihre einzige wirkungsvolle Waffe. Und das ist jetzt ein Problem. Als Einzelgängerin kann sie es sich nicht leisten, sich zu verletzen. Die Drohgebärden lassen die Hyäne kalt. Und so bleibt ihr keine andere Wahl, als sich zurückzuziehen und die Beute dem Konkurrenten zu überlassen. Nur unverletzt kann die Raubkatze die Geschwindigkeit erreichen, die sie zur Jagd braucht. Aber es ist immer wieder das Gleiche. Sie hat die Mühe und jemand anderes profitiert vom Jagderfolg. So ist das Leben von Nsuri. Und wenn die Katze einmal zum Fressen kommt, dann tickt die Uhr. Jeder Bissen ist eine Entscheidung zwischen Hunger und Gefahr. Gaia. Ein einzelnes Exemplar stellt noch kein Problem dar.
Aber gemeinsam sind sie eine echte Bedrohung. Eine Pattsituation. Und einmal mehr meidet die Raubkatze jedes Risiko einer Verletzung. Es gehört eine Menge Disziplin dazu, trotz des Hungers das Feld zu räumen. Es gibt einen Grund, warum sie gerade jetzt besonders vorsichtig ist. Denn es geht nicht mehr nur um ihre Sicherheit. Vier energiegeladene, flauschige Jungtiere sind voll und ganz auf sie angewiesen. Als Mutter ist sie Beschützerin und Versorgerin zugleich. Die Jungen bemerken die Anspannung der Mutter nicht. Spielen ist für sie in diesem Alter das Wichtigste. Vor wenigen Wochen wurden Suri zum ersten Mal Mutter und die Last der Verantwortung ist für sie neu und verstörend. Sie muss ihre Jagdgewohnheiten ändern und an die Bedürfnisse des Nachwuchses anpassen. Solange sie bei den Jungen ist, kann sie sie beschützen. Aber ohne Jagd gibt es nichts zu fressen. Es ist nun schon 2 Tage her, dass die Raubkatze ein Beutetier erlegt hat. Sie selbst und ihr Nachwuchs haben Hunger. Aber wenn sie auf die Jagd geht, sind die Kleinen allein, ungeschützt und verletzlich. Suri steckt in einer Zwickmühle und beschließt kurzerhand, die Jungen auf die Jagd mitzunehmen. So kann sie sie im Auge behalten und die Jagd kann gleichzeitig eine gute Lektion für die Jungtiere sein. Die 4 Jungjäger machen ihrer Mutter jeden Schritt nach. Diese Thompson-Gazelle braucht sich aber keine Sorgen zu machen. Die Gepardenmutter hat ein einfacheres Ziel ins Visier genommen. Klein, aber schnell. Nur die Gepardin ist schneller. Abendessen. Wenn die Raubkatze denn diesmal ihre Beute behalten kann. Noch keine Aasfresser in Sicht, aber die kleine Familie sollte sich besser beeilen. Ein dürrer Busch muss als Deckung vor anderen Raubtieren ausreichen. Die Gepardenmutter überlässt dem Nachwuchs die ersten Bissen, während sie prüft, ob die Luft rein ist. Ein herannahendes Gewitter scheint die Aasfresser abzuhalten. Instinktiv verschlingen die Jungtiere die Beute, so schnell es geht. Es kommt selten vor, dass Geparden eine Mahlzeit in Ruhe genießen können. Dann nähert sich eine Gefahr.
Und nicht nur die Mahlzeit steht hier auf der Kippe. Die Hyäne würde die Gepardenjungtiere ohne jede Gnade töten. Die ersten Regenfälle der Saison sind eine passende Ablenkung, aber auch ein Vorzeichen. Die Gepardenmutter lässt das Beutetier liegen und bringt ihre Jungen in Sicherheit. Jeder Tag, an dem sie alle überleben, ist ein kleiner Sieg. Denn in der Serengeti erreichen nur 5% der Gepardenjungen das Erwachsenenalter. Diese Jungen sind gerade einmal 5 Wochen alt. Ihre Unabhängigkeit liegt also noch in weiter Ferne. Das Gewitter signalisiert den Beginn der Regenzeit. Und die Probleme für die Gepardenfamilie werden dadurch noch einmal deutlich größer. Und wie auf ein Stichwort tauchen riesige Herden wandernder Tierarten auf, die den Verlockungen des Regens folgen. Die Gnus finden hier nun reichlich Futter. Sie fressen die grünen Triebe, die nach dem Regen nun überall aus dem Boden sprießen. Vor allem die weiblichen Tiere sind auf diese süßen, kurzen Gräser angewiesen. Denn sie sind reich an Kalzium und Magnesium, haben also alle notwendigen Nährstoffe, die für die Milchproduktion unerlässlich sind. In einigen Wochen werden 750.000 Kälber zur Welt kommen und die Millionen Tiere starke Population ergänzen. Die Welt von Nsuri verwandelt sich dann in ein reichhaltiges Gnu-Buffet. Doch die Gnu-Herden locken auch andere hungrige Mäuler hierher. Löwenrudel folgen den wandernden Tieren und haben jetzt das Revier der Gepardenmutter und ihrer Jungtiere erreicht. Sobald die Gnus kalben, werden außerdem weitere Hyänenclans in die Savanne gelockt, die alle ihren Anteil am Festmahl abbekommen möchten. Was früher das Revier der Geparden war, ist jetzt ein Schlachtfeld für große Raubtiere jeder Couleur. Für die Gepardin bedeutet das, dass die Jagd für sie nun sehr viel gefährlicher geworden ist. Es ist an der Zeit, dass die Gepardin ihre Superkraft freisetzt. Doch sie scheitert. Zu viel Ablenkung. Geschwindigkeit allein reicht manchmal einfach nicht aus. Sie kann nur mit ansehen, wie die Hyänen sich in die Herde hineinstürzen. Für die schlanke Gepardin wäre das viel zu gefährlich.
Sie muss sich ein Opfer suchen, das sich am Rand der Erde befindet und das sie von den anderen Tieren trennen kann. Dieses Mal hat sie es auf ein Kalb abgesehen. Aber die Gnu-Mutter geht dazwischen. Alleine zu jagen ist schwer. Ein letzter Versuch. Aber die Gepardenmutter darf sich nicht zu weit von ihren Jungen entfernen. Die Jagdtechnik der Hyänen sieht ganz anders aus. Sie arbeiten im Team und teilen sich die Beute. Dieser Clan hat ein ausgewachsenes Gnu erlegt. Ein Beutetier dieser Größe zu reißen ist für eine einzelne Gepardin nahezu unmöglich. Und die Löwen zeigen, wer hier der Stärkste ist. Da geben selbst die Hyänen schnell klein bei. Für die Gepardin sind jetzt zu viele Raubtiere in der Gegend. Sie bringt ihre Jungen lieber in Sicherheit. Sie kennt da einen Ort. Eine schützende Oase in einem Meer aus Gras. Hier wird sie ihren Nachwuchs erst einmal verstecken. Sobald die Kleinen in Sicherheit sind, kann sie zurückkehren und auf die Jagd gehen. Dann geht es zurück zu den Gnus. Sie muss jetzt endlich Beute machen. Sobald sie ein Tier erlegt hat, wird sie die Jungtiere zu dem Kadaver bringen, damit sie sich satt fressen können. Aber die Gepardin ist nicht die einzige, die diesen Sumpf kennt. Eine Löwin streift durch das Gebiet. Und sie hat ihre ganze Familie mitgebracht. Ihre Bäuche sind nach dem Gnu-Festmahl gut gefüllt. Sie sind bloß hierher gekommen, um zu trinken und sich auszuruhen. Aber sie dulden keine Eindringlinge. Unsere Gepardendame ist unterdessen bei der Jagd. Ohne auf die Jungtiere aufpassen zu müssen, kann sie sich besser konzentrieren. Und auch der Sprint fällt leichter. Doch wieder kein Glück. Und jetzt schließen sich die erwachsenen Gnus auch noch zusammen und stehen wie eine Wand, schützend vor den Kälbern. Sie muss versuchen, ein Kalb von der Herde zu trennen. Aber sie braucht zwischendurch immer wieder Erholungspausen. Da ist sie wieder mitten im Geschehen. Und jetzt sieht es so aus, als würde die Gepardin von einer Hyäne gejagt werden.
Aber es ist nur eine kurze Irritation. Die Hyäne ist in Wirklichkeit hinter einem Gnu-Kalb her. Das ziellos wirkende Umherrennen ist Absicht. Die Hyänen wollen die Gnus verwirren und so das Kalb von der Herde trennen. Eine brillante Strategie. So einfach ist eine Beute erlegt. Ganz ohne mühsame Hochgeschwindigkeitssprints. Die Gepardenmutter ist jetzt schon zu lange von ihren Jungen weg. Es ist an der Zeit, sie zu holen. Doch auf sie warten schlechte Nachrichten. Sobald die Gepardin die Löwen im Sumpfgebiet sieht, weiß sie, dass ihr Nachwuchs in großer Gefahr schwebt. Sie ruft verzweifelt nach den Kleinen. Doch keine Antwort. Sie sind nicht mehr da, wo sie die Kleinen zurückgelassen hat. Und sie weiß, dass Löwen Gepardenbabys töten, sobald sie sie entdecken. Suri war zu lange weg. Und sie kann auch nicht bleiben und weitersuchen, denn die Löwen greifen dann auch sie an. Aber es ist doch nicht alles verloren. Sie empfindet wohl Trauer, Freude und Angst alles im selben Moment. Und die kleine Familie ist immer noch in Gefahr. Die Gepardenmutter muss die beiden verbliebenen Jungtiere dringend wegbringen. Ihre Geschwister kommen nicht mit. Von den 4 Gepardenbabys sind nur noch 2 am Leben. Und die Gepardin steht nun vor der schwierigen Herausforderung, ein neues Versteck auszukundschaften. Der Sumpf ist wegen der Löwen tabu und in der Savanne gibt es so gut wie keine Deckung. Die Gepardenmutter ist ganz auf sich alleine gestellt, ohne die Chance, einen sicheren Platz finden zu können. Ihr gehen die Orte aus, an denen sie die Jungen verstecken kann. Der nächste Morgen beginnt mit Lärm. Die Herden sind auf dem Weg in den Sumpf. Ein Weckruf an die Gepardin ihrerseits zur Jagd aufzubrechen. Die Gnus müssen auf ihrem Weg zum Wasser durch das bewaldete Gebiet ziehen. Es ist nicht der ideale Ort für schnelle Sprints, dafür gibt es zu viele Hindernisse. Aber es gibt auch viele Möglichkeiten. Die Gepardin kann den Herden nicht einfach folgen, auch wenn das Gebiet jenseits des Hügels zur Jagd besser geeignet ist.
Doch diesen Bereich beanspruchen die Löwen für sich. Und das nicht ohne Grund. Sie haben dort die ideale Ausgangsbasis für ihre Angriffe. Sie brauchen im Grunde gar nicht zu jagen. Die Mahlzeit wird ihnen frei Haus geliefert. Das Wasser lockt tausende Gnus an und dann stehen sie dicht gedrängt, während sie sich erfrischen. Die Erfrischung ist gleichzeitig eine natürliche Falle. Aus Sicht der Löwen läuft hier ein endloser Vorrat an Frischfleisch vorbei. Denn kaum zieht eine Herde weiter, kommt auch schon die nächste an, um deren Platz einzunehmen. Suri muss unter den Bäumen jagen. In dem Bereich zwischen den Revieren der Hyänen und dem der Löwen. Bei Geparden geht es immer darum, zu sprinten, zu fangen und schnell zu fressen. Die Hauptwaffe Schnelligkeit ist in diesem Gelände aber nur bedingt einsetzbar. Die beste Taktik der Gepardenmutter liegt darin, dem Weg der Gnus durch den Wald zu folgen. Hier kann sie am ehesten sprinten. Sie versteckt sich nicht. Sie geht davon aus, sie zu überholen. Die Gnus sind überraschend schnell. Über Äste und durch Buschwerk trampeln sie einfach hinweg. Da kommt die zierliche Gepardin nicht hinterher. Jede Verfolgungsjagd verbraucht Energie und nach dem Sprint muss sie sich ausruhen. Und jetzt ist da auch noch ein Eindringling in ihrem Revier. Ist die Löwin etwa schon wieder hinter den Jungtieren her? Suri könnte es niemals mit dir aufnehmen. Aber zum Glück ist die Löwin hinter etwas anderem her. Hinter der gleichen Gnu-Herde wie die Gepardin. Sie hat sich vor der Herde versteckt, beobachtet sie und wartet ab. Die Löwin kann nicht so schnell sprinten wie die Gepardin. Sie muss sich daher zunächst an ihre Opfer anschleichen.
Es ist eine völlig andere Art der Jagd, denn die Beute der Löwin ahnt im Vorfeld nicht, dass sie in Gefahr ist. Nsuri agiert schnell und instinktiv, während der Jagderfolg ihrer Rivalin von Geduld und Besonnenheit abhängt. Sie beobachtet und wägt ab. Und schlägt dann aus dem Hinterhalt zu. Die Gepardin hält unterdessen verzweifelt nach einer für sie passenden Beute Ausschau. Dieser Wald-Hindernisparcours erfordert eine neue Strategie, denn ihre spontane Sprintmethode funktioniert hier nicht so richtig. An Herden mit potenziellen Beutetieren mangelt es nicht. Sie versucht es jetzt ebenfalls mit einem Hinterhalt an einer Stelle, wo auch noch Platz für einen Sprint ist. Das Kalb wäre die ideale Beute. Das Timing ist entscheidend. Sie muss zuschlagen, bevor die beiden sich der restlichen Herde anschließen. Zu spät. Die Gelegenheit ist vertan. Aber sie ist in Deckung geblieben und das bedeutet, die Herde weiß nicht, dass sie auf der Lauer liegt. Sie kann es also noch einmal versuchen. Sie wartet, bis die Gnus zur Ruhe kommen und fressen. Zwischen den Büschen kann sie sich unbemerkt heranschleichen. Für die Gepardin steht eine Menge auf dem Spiel. Seit 4 Tagen haben sie und ihr Nachwuchs nichts mehr gefressen. Sie muss Beute machen. Sonst wird die Familie verhungern. Diesmal hört sie nicht auf ihren Instinkt, sondern agiert taktisch. Sie bringt sich vor der Herde in Position und wird erst im richtigen Moment angreifen. Die perfekte Ausgangslage. Das Kalb muss nur noch ein paar Meter näher kommen. Dieser Fang wäre die optimale Portion. Ein Zebra lässt die Deckung auffliegen. Doch die Gepardin sprintet los. Endlich ein Jagderfolg für die Raubkatze. Heute gibt es ein Festessen. Endlich wird der Hunger gestillt. Nsuri nimmt ein paar schnelle Bissen zu sich und nimmt dann den Wachdienst wieder auf. Diese Mahlzeit ist zu wichtig, um sie Konkurrenten zu überlassen. Für die Gepardin war das ein großer Erfolg. Sie hat eine neue Jagdtechnik in einem fremden Gebiet ausprobiert.
Sie versuchte etwas völlig Neues. Und es funktionierte. Als Elternteil muss sie sich an die veränderten Umstände anpassen. Aber sie muss weiter am Ball bleiben. Es ist noch ein langer Weg, bis der Nachwuchs erwachsen und unabhängig ist. Wirklicher Erfolg hängt davon ab, ob sie mit der neu erlernten Technik auch in Zukunft Beute machen kann. Durch die Mahlzeit gestärkt, macht sich die Gepardin zurück auf den Weg in die Savanne. Wahrscheinlich wird sie die neue Methode auch in ihrem angestammten Revier testen, wo die alten Herausforderungen warten. Aber sie hat gelernt, vorsichtiger zu sein. Es ist viel besser, auf die perfekte Gelegenheit zu warten, als sich nur auf die eigene Schnelligkeit zu verlassen. Sie hat ein tolles Versteck für einen Hinterhalt gefunden. Aber hier gibt es keine Kälber. Die Position mag noch so perfekt sein, ein ausgewachsenes Gnu kann sie nicht erlegen. Die Gepardin hat keine andere Wahl, als sich ein kleineres Beutetier zu suchen. Dazu muss sie sich aus ihrer Deckung herauswagen, wodurch jede Chance auf einen Überraschungsangriff vertan ist. In diesem Revier braucht sie also wieder eine neue Jagdstrategie. Sie lautet: eine Beute ausmachen und sie von der restlichen Herde trennen. Das Ziel ist erfasst und sie hält darauf zu. Das war die zweite erfolgreiche Jagd innerhalb von 2 Tagen. Die junge Mutter bekommt langsam Routine. Zwölf Monate später. Die Jungtiere sind kaum wiederzuerkennen, so erwachsen sind sie geworden. Die kleine Gemeinschaft geht jetzt gemeinsam auf die Jagd. Doch Nsuris Herausforderungen sind nicht verschwunden. Sie kämpft immer noch gegen Feinde. Sie ist immer noch in Gefahr. Aber man spürt, dass die junge Gepardenmutter selbstbewusster geworden ist. Sie weiß jetzt, dass sie ihre Jagdmethoden variieren kann und dass ihr Nachwuchs mit an ihrer Seite kämpft. Nur eine letzte Angst muss noch besiegt werden. Der Sumpf. Die beste Wasserstelle der Region lockt nach wie vor die Tierherden an. Und nach wie vor beanspruchen die Löwen dieses Jagdrevier ganz für sich alleine. Aber dieses Jahr hat Nsuri Unterstützung. Das Trio lässt sich die Gelegenheit, hier Beute zu machen, nicht entgehen. Die Geparden studieren die Herde zunächst und picken sich ein mögliches Beutetier heraus. Erst dann werden sie lossprinten. Einer der beiden jungen Geparde fehlt aber.
und die ausgewachsenen Gnus haben vor den beiden anderen wenig Respekt. Doch irgendetwas schreckt die Herde auf. Wahrscheinlich die Löwen im Busch. Das vermisste Gepardenjungtier taucht nun auch endlich auf. Und es kann einfach nicht widerstehen. Das Sprinten liegt ihm in den Genen. So zu jagen ist eine Leistung, aber völlig unorganisiert. Die Gnus zerstreuen sich in alle Richtungen. Doch Nsuri hat gelernt, dass auch im Chaos eine Chance liegt. Geschwindigkeit, eine unvorhergesehene Beute. Und Unterstützung. Was für eine fantastische Kombination. Es ist ihr bisher größtes Beutetier. Und das in einem Gebiet, das eigentlich die Löwen für sich beanspruchen. Mit jedem Erfolg lernen die Jungtiere eine neue Lektion über Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Für ihre Zukunft in der Serengeti sind sie also bestens gewappnet. Gut gemacht, Mama Gepard.